gab dort natürlich Nachwuchssport, Coaching, alle Fragen eigentlich rund um Sport, die Leute zu begeistern, Sport können zu machen, den Wert vom Sport aufzeigen, das ist eigentlich meine Anstellung. Daneben aber bin ich in der strategischen Führung mit tätig, als Stiftungsrat von der Paralympischen Stiftung. Und dort innerhalb habe ich das Mandat vom Präsidenten der Gönnervereinigung. Also alle Leute, die bei uns Mitglied sind, sind in der Gönnervereinigung. Und dort habe ich im Jahr einmal die Mitgliederversammlung zu führen und zu leiten. Ich denke, wenn ich meine Aufgabe gut machen kann, dann gelingt es mir manchmal allein durch Vorleben. Wenn ich mich hier bewege, wenn ich mich hier umschaue, mit Leuten in Kontakt komme, dann kann ich schon eine Art arbeiten. Oder dann wirken die Bilder auch schon. Und das war für mich damals, und das sind doch schon 37 Jahre her, auch eine grosse Hilfe gewesen. Als ich das erste Mal einen Rollstuhlfahrer gesehen habe, der schon länger Übung hatte hier drinnen, wenn ich gesehen habe, wie sich die bewegt haben, dann ist das für mich eine Perspektive gesehen, ist für mich eine Chance gesehen und beinhaltet. Und ich denke, das ist eine Rolle, die ich heute spielen kann und Sachen weitergeben. Darum ist vielleicht halt der Unfall am Schluss in eine Berufung gemündet, wo ich da eigentlich, glaube ich, doch optimal kann meine Erfahrung weitergeben. Ja, wir haben natürlich auch festgestellt, dass das Schicksal des Rollstuhlfahrers innerhalb dieser Mauern noch ein bisschen zu ertragen ist. Aber wenn man dann heimkommt und rauskommt und plötzlich so allein als Rollstuhlfahrer muss bestehen in dieser Gesellschaft, dann wird das noch ein ziemlich schwieriger Cap. Und wenn wir hier schon eine Begegnung üben können, mit Leuten, die zu Fuß hier reinkommen, wo wir Anlässe organisieren, die Integration hier schon vorspielen, dann ist das eigentlich so, wie das Leben draußen auch stattfindet. Vielleicht draußen und daheim dann schon noch mit ein paar architektonischen Schwierigkeiten, die wir hier eliminiert haben. Aber ich denke, ja, dort arbeitet die Gesellschaft auch dran, nämlich architektonische Barrieren auszuscheiden, das überwindbar zu machen. Und da gibt es eine wunderbare Teilhaber auf dem Markt wie Rigert, die ja dann, uns da gute Perspektiven offeriert. Heinz Frey ist für mich ein ganz ein besonderer Mensch. Er ist eine herausragende Persönlichkeit, ein richtiger Sonnenschein. Ich habe ihn noch nie gesehen mit schlechter Laune. Er strahlt immer, er ist immer im Gespräch mit anderen. Vor allem auch mit Patienten hier im Schweizer Paraplegikerzentrum ist er eine grosse Vorbildfunktion. Er hat es nach so einem schweren Schicksal geschafft, zurück in ein lebenswertes Leben. Und das eben nicht nur als Sportler, sondern auch ja, im Alltag. Er ist für mich wirklich ein grosses Vorbild, nicht nur für Rollstuhlfahrer. Okay, wir sind hier auf der Bahn im Trainingsgelände. Das ist eigentlich der Ort, wo ich mitunter meinen Ausgleich finde, wenn ich Sport treibe, wenn ich meinen Bewegungsdrang nachleben kann. Und so, dann bin ich, glaube ich, auch sonst ausgeglichen und aushaltbar und ein zufriedener Mensch. Ich könnte sagen, ich tanke hier auch Kraft für meinen Alltag. Natürlich für meine Selbstständigkeit grundsätzlich, für meine Lebensqualität, wenn ich mich fit fühle, wenn ich fit bin, ein Kraft habe, ein Ausdauer habe, so, dann profitiert hier ganz massiv mein Alltag davon. So, der sportliche Teil ist eigentlich absolviert für heute. Ich glaube, der Freiheins gibt es auch in einer relaxteren Form, wenn er mal ausspannen kann, wenn er daheim ist, wenn er dort seine Oase antrifft, von Ruhe, von Kraftoase, von Kraft tanken, einmal in genüsslicheren Formen. Ich glaube,
glaube, am Anfang ist eher mein Bemühen, ein bisschen die Geduld aufzubringen, zum Zuhören. Zuhören, was sie jetzt gerade beschäftigt. Und da ist oftmals nicht der Rollstuhlsport das erste Thema, das interessiert, sondern mehr alltägliche Sachen. Oder was geht denn noch? Was kann ich noch? Wie gehst du reisen? Was hast du für ein Auto? Wie bringst du den Rollstuhl in das Auto rein? Das sind mehr solche Fragen, die die Leute beschäftigen. Ich glaube, aber vielleicht bin ich dort ein bisschen Sonderfall mittlerweile, mit einer gewissen Bekanntheit. Den Leuten, die ich begegne, die wissen ein bisschen etwas von mir unter Umständen. Oder wenn ich die anfange reden und sie mich so hören, dann merken sie vielleicht gleich, wo einer innerhalb von einem Referat, von einem persönlichen Gespräch, von einer Begegnung, ja, dass ich wahrscheinlich doch so bin, wie ich wirke, dass ich hier authentisch rüberkomme, dass ich so, wie ich rede, das auch leben und erleben. Ich merke aber schon auch in gewissen Phasen von Gesprächen, dass noch sehr viele Klischees bestehen, Vorstellungen, wie das so ein Leben im Rollstuhl wäre, wo dann nicht immer die Realität eben abbildet. Und so gesehen habe ich das Gefühl, geht die Arbeit nie aus, sensibilisieren, damit ein bisschen Normalität möglich wird. Ich bin mit dem Rollstuhl, aber das ist vielleicht auch ein Markenzeichen, das ich natürlich pflege, ein bisschen rassig unterwegs. Wenn die Geschwindigkeit interessiert, dann ist es, glaube ich, in einem Bereich, wo ich gut handeln kann und mit einem Handbike, mit einem Geschwindigkeitsrausch innen etwas ausleben kann, wo noch nicht lebensgefährlich ist. Oder wenn ich mit dem Auto Vollgas fahre, dann ist es gefährlich. Handbike kann ich das in einem verträglichen Rahmen ausleben. Und das genügt mir dann völlig. Also dann muss ich nicht auf der Strecke noch andere Risiken einbauen. Das ist die Gelegenheit für mich, meine Barrieren daheim zu überwinden. Vom Erdgeschoss ins Obergeschoss zu kommen, Schlafräume, Badezimmer und so. Das ist eigentlich mein Entschleunigungsprogramm. Das geht nicht halt so schnell. Oder? Und das animiert mich dann natürlich auch ein bisschen vorzudenken.